Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. And in my opinion, he was absolutely right. Ladies and gentlemen, welcome to my speech. I am very pleased to be able to share my thoughts with you today. What does change mean? I define change as a new beginning, a new opportunity, and a new chance that you have every single day if you are brave enough to take it. Change always starts with you. Wie oft hören wir Jugendliche den Satz, früher war alles besser. Und das meist von Menschen, die sehr konservativ sind und sich mit Veränderungen immer schwer tun. Ohne Veränderungen würde die Welt jedoch stillstehen. Nur eine kleine Abänderung zu einer täglichen Routine kann ein Leben bereits verbessern. As Admiral McRaven once said in a very impressive speech, if you want to change the world, start off by making your bed. This may sound strange or even a bit ridiculous, but just think about it for a moment. Making your bed takes less than a minute every day, but it would be the first task you accomplish today, and that is a great feeling, isn't it? So you see, a task that only requires a few steps and movements of the hand can already improve your day and mood. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie es erst wäre, wenn man mehrere solche kleine Aufgaben in die Tagesroutine einplanen würde. Man würde sich gut fühlen, man würde produktiv sein und Motivation bekommen und im besten Fall sogar Zuspruch oder Anerkennung von außen. I often hear from people that if they solely change their way of living or behaving, nothing would change at all. And that's the reason they don't even try. That is so terribly wrong, because if everyone thought or acted that way, we would still live like the Neanderthal. Just think about it. Change starts with one person, which is followed by another and another, and so on. That's how you make a difference. You just have to start. But this small first steps is the exact moment people start to overthink everything, and that's when they get scared and say, okay, all right, maybe everything is good as it is now. I don't have to do anything in another way. Be brave enough to act differently, to protect the environment, to cast your vote, because it makes a difference, because at the end of the day, it does make a difference. Veränderungen können aber auch aus negativen Ereignissen hervorgehen, die man sich eigentlich nie so gewünscht hätte. Da ich aber eine Verfechterin der Aussage, alles passiert aus einem bestimmten Grund bin, kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten, dass Veränderungen, die auf den ersten Blick als sehr negativ erscheinen mögen, sich Monate oder sogar erst Jahre später als wunderbar entpuppen können. Aber diese Einsicht wäre nicht aus meinem eigenen Willen geschehen, sondern mir musste erst wehgetan werden, um zu verstehen, dass diese Veränderungen nicht nur essentiell, sondern vielmehr notwendig waren. Change is never easy, especially when it comes to your private life. Think about how much you have done or still do for people that would never do you the same favor. How many people are allowed to be a part of your life, although you don't really like them at all? How many people only take advantage of you and never give anything back? I could give you lots of examples, but to cut a long story short, most people are only too polite to unfriend the selfish ones because they don't want to upset them. What they don't know is that their mental health suffers from this behavior. Es ist wichtig zu wissen, wenn einen etwas auf Dauer nicht gut tut und mehr nach als Vorteile bringt. Toxische Freundschaften zu beenden ist niemals einfach, aber man wird sich danach unglaublich frei vom Herzen fühlen. So schwer es nun mal ist, aber in diesen Fällen muss man an sich selbst zuerst denken, weil die Konsequenzen trägt man schließlich auch selbst und niemand anderer sonst. Die für mich größte Veränderung in meinem Leben fand in meinem Kopf statt. Die Macht der Gedanken darf absolut nicht unterschätzt werden.
hätte ich schon viel früher gewusst, dass das Gesetz der Anziehung mein Leben so bereichern würde, hätte ich schon viel früher damit angefangen. Laut Helena Petrovna besagt dieses Gesetz, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen unserer Gefühlswelt und unseren äußeren Lebensumständen gibt. Let me explain that with a little example. Love sickness. Everyone has been there and done that. During this time, you don't do much except for sleeping or eating. You're in an absolute state of negativity and nothing seems to get any better because all your thoughts are pessimistic and revolve in your head. The first improvement will happen when you get up and distract yourself. Then it gets better every day when you tell yourself that no one is worthy of your tears and you're almost over it. And several weeks later, your life will start to be positive again. Make a change every day, not only for you, but for a better world. We are all in this together, and we can only make a difference, if we are willing to cooperate. Denn was wäre das Leben, hätten wir nicht, wie schon Vincent van Gogh gesagt hätte, den Mut, etwas zu riskieren. Thank you so much for your attention.